Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir unsere Gehirnwäsche hier weiter vorangetrieben und ja, wir machen jetzt hier weiter. Ich habe ein paar Sachen hier Dieses Experiment verschrottet, bedeutet mir viel. um das Ein Ding ja eigener bauen zu Leiter. können. Mal Leitern und so habe ich auseinandergenommen, glaube ich. Und ja, bauen wir unsere nächste Höllenmaschine mal auf. Und zwar einen Spielautomaten. Okay, ich soll ihn benutzen. Das funktioniert nicht ohne Energie. Ich brauche so ein Gerät und dann Ich komme mach ich das irgendwie. schon. Versprochen. Schuldknecht, Kundenprofil, was? So, willst du spielen, Clem? Los. Los, komm. Dieses Experiment bedeutet mir viel. Mein eigener Beitrag. Du spielst auch schon, ne? Ich gehe mal eine Runde schlafen. Nein. Okay. So, warte, du bist Boris, nicht Clem. da muss doch auch mal was rauskommen. Vielleicht Vorkriegsgeld? Komm schon, ich brauche das für den Automaten. Schauen wir mal nach Clem. Oh, hallo. Hör mal, ich muss noch mal an den Automaten. Gleich habe ich wieder Glück. Ich fühle Hast du es. überhaupt schon mal Ja, gewonnen? Clem, such noch etwas Geld. Du gewinnst bestimmt bald den Jackpot. Die Frau ist doch böse. Jetzt brauchen wir nur noch eine Show und ein paar Gangsterbosse, dann ist das Casino komplett. Ah, deine Ich wollte berühmten strong. geistreichen Bemerkungen. Endlich fertig. Nach hunderten von Jahren der Echt, Planung das und war's, das hätte ich dann noch Verfeinerung. mit Und ein paar du hast reinpacken können. großartige Arbeit geleistet. Vault-Tec wäre stolz auf dich. Naja. Jetzt, da mein Lebenswerk vollbracht ist, werde ich unsere Pläne zu anderen Vaults Das bringen, wird bestimmt um das funktionieren. Leben der Leute dort Geh mal zu zu Vault verbessern. 101. Bleib als Aufseherin. Die Welt da draußen ist gefährlich. Du könntest aufgefressen werden. Die Aufgaben eines Aufsehers oder ehemaligen Aufsehers sind nie einfach. Ich übergebe dir die Verantwortung. Mach Vault Ja, ich mache einen 88 großen Bogen groß. darum. Du bist jetzt der Aufseher. Legende vom Volt 88. 15%. Ey, cool. Oh, da muss ich aber meinen anderen Volt-Anzug. Oh. Dann bin ich nicht mehr Volt-Bewohner 111. Dann bin ich Volt-Bewohner 88. Oh, Mann. Gott. Ihr haltet hier die Ohren steif, ne? Ich guck mal hier ran. Keine Ahnung. Was? Ist das verdammte Ding manipuliert? Okay, was ist mit diesen Intelligenz und hallo? Intelligenz und so auf sich. Keine Ahnung. Ja, jetzt haben wir nur noch die Sachen hier alle. Das ist von der Railroad, das ist von Bruderschaft, das ist von Railroad, aber das ist wieder was anderes, glaube ich. Das hier auch. Das ist für die Railroad, glaube ich, ne? Die Dingens wollen, glaube ich, gar nichts mehr von mir. Die, das wird Institut, das für die Railroad. Bruderschaft, ja. Warte mal, habe ich bei der Bruderschaft keine Story Mission? Ja, ich muss mal gucken, wann ich irgendwie die ganzen Quests ja weitermachen soll. Bist du fertig mit deinen Experimenten? Ich hoffe, ich konnte helfen. Das war sehr interessant. Falls ja, könnte ich noch weiterspielen? Das Glück ist mir hold. Das weiß ich. Wie geht es dir, Clem? Nicht alle sind besonders gerne hier. Aber du kennst mich ja. Ich bin mit einem Job und einem Platz zum Schlafen zufrieden. Ein Bett haben wir ja. Außerdem kümmerst du dich um uns, richtig? Für dich ist das Glas immer halb voll, oder? Wer ich? Ja, ich
Ich hätte echt wirklich gerne ein Glas. Du bist wohl jetzt der Aussage. Den hat jemand das Glas weggetrunken. Ich freue mich darauf, alles für den Vault zu tun. Bei dem ist das Glas weg. Hat jemand umgekippt wahrscheinlich. Oh, okay. Ja, dann sind wir ja fertig mit unserer Sklaventreibung. Ich weiß nicht, ob ich aufgehen irgendwie machen werde. Mal schauen. Wir sind jetzt erstmal hier fertig. Muss ich zu irgendeinem Ort, den ich noch nicht erkundet habe. Den haben wir schon erkundet. Das DIA-Versteck. Okay, dann gehen wir mal da ein. War ich noch nicht. Good Neighbor. Jetzt das Haushaltsroboter. Okay, gehen wir mal da rein. Da ist irgendwo ein Ort, den wir noch nicht erkundet haben. Jetzt gehen wir weiter im Ödland rum. Eiern. Oh, 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 oh. Ah, schön. Da muss ich erstmal gucken, wann ich die ganzen Quests so lange weitermachen kann, bis ich, weiß nicht, mich für eine Fraktion endgültig entscheide. Dann mache ich mal irgendwie so einen Speicherpunkt vor einer Fraktion, dann ziehen wir die ganz durch. Dann haben wir das Ende gesehen, dann mache ich eine andere Hauptmission nochmal. Also dann lade ich nochmal und mache eine andere Hauptmission, weil ich erst die Bruderschaft, dann die Railroad, was weiß ich, welche Reihenfolge. Ich mache am besten das, was mir, weil ich von zum langweiligsten bis zum interessantesten mache ich wahrscheinlich als erstes. Wenn ich meine, die Bruderschaft kommt wahrscheinlich als letztes. Wenn da Dingens wieder kommt, hi, wenn ich du denn? So, aua, wieder zieht nichts ab. Also wenn schon Liberty Prime vorkommt, dann stelle ich mir auf jeden Fall episch vor, also nicht mal an die Bruderschaft von als letztes und dann kommt die Minuteman als erstes. Was? Hi! Tschüss! Ich gehe mal einfach los vorbei. Ich will noch was erreichen, okay? Da ist auch noch ein Ort, den wir nicht erkundet haben. Hier sind nur Orte, die wir nicht erkundet haben. Hi. Ich wollte dich von hinten angreifen, ne? Aber du musst es ja, ja. Dann nochmal. Umgedreht sein. Alter! Haltet man nicht so viel aus, verdammt. Ich muss einsamer Ödländer weiter. Hochball an. Au, oh Gott. Tschüss. Ich kann mal da rein. Ja, muss der folgt mir hin. Idiot. Ja, ich will nicht jeden Gegner hier mitnehmen. Ich bin nicht richtig, was? Bin ich denn hier? Oh Gott. Also Kronk, Mine war das. Kronk. War ich hier schon mal? Ich glaube ja, ne? Ja, wieder nach draußen. Nein, noch eine Kronk, Mine, oder? Überfallen. Ja, wir rennen jetzt einfach an die Gegner vorbei und konzentrieren uns auf die Orte, wo wir hin müssen. Also als würde ich, weiß ich nicht, in Final Fantasy Let's Play und wir tun alle Zufallsbegegnungen einfach überspringen oder davor flüchten und so. Ja, Pokémon. Einfach alle wilden Pokémon ignorieren und so. So ungefähr muss man sich das jetzt vorstellen. Ich meine, wir haben jetzt schon jeden Gegner 10-mal erledigt. Da ist nichts Neues hinzu. Oder schon mal einfach zu den ganzen Gebieten jetzt hin, die wir noch nicht erkundet haben. Also wir müssen sie erledigen, damit ich mal wieder einen Überblick hier bekomme. Wir sind schon wieder zwei, aua, schon getroffen, bevor ich überhaupt was gesehen habe. Das Spiel scheint zu laggen oder abzustürzen. Nein. Oh, geht mir aus dem Weg. So, hier hoch muss ich, glaube ich. Wo muss ich denn hier hin?
Ja, hier hoch oder was? Oh, Railroad, okay. War doch Railroad, ja, ne, so ein Zeichen war das. So, hier rein. Hier rein. War doch richtig, mein Gott. okay. Was? Ich hab geknackt. Was? Also aber schuld, wenn er mir folgt, ne? Hey, einen Moment. Aber während des Kampfes, wo? Ich bin nicht im Kampf. Wir sind draußen, verdammt. Was muss ich überhaupt machen? Hallo? Was soll ich hier machen? Ich hatte keinen Bericht. Also jetzt habe ich hier Sachen. Bringt mir das. Ja. Ja, das tut ein bisschen mehr Strahlung, glaube ich. Das hat auch einen Effekt, das ist schon mal gut. Ja, das ist vollkommen, ne? 20 und 25. Das hat sogar zwei Verteidigungen, 27 und 30 und noch zwei Verteidigungen. Warte mal. Machen wir noch ganz einfach so. So, zack. Und so einfach den Mod von da reinpacken. Bams. Cool. Außer noch weniger Schaden von Gude, der voll wichtig ist. Unterschied sieht man sowieso nicht, also gut. Raus hier. Gehen wir an den beiden Orte erkunden, die ich hier gesehen habe. Aber ich bekomme man irgendwie so eine Nachricht, so ja, du hast alle Orte erkundet von Fallout 4. Du bist eine Schwuchtel. Was? Nein. Wohl vielleicht. Spiel hat ist ab 18 oder so. So, da ist irgendwas. Hupsala. Kann ich da hinspringen? So verlockend. Ha. Oh. 1, 2, 3 Orte sind hier noch. Einer ist direkt hier in der Nähe. Okay. Bestimmt da oben, ja. Ja, ich komme schon dahin. Geht weg, ich habe jetzt zwei mehr Verteidigung. Wollt ihr? Boah. Komm ich da oben hin, das wäre jetzt geil. Das ganze Dreh, das macht mir schwindig, ey. Au. Ja, hier oben, ne? Nehme ich an. Au. Was zum... Wer? Der zählt nicht als Mensch, ne? Fallen Skybridge. Alles Kriegsherren sein. Was? Ach ja, Dingens. Warte mal, komm her. Gerade der Blöde an. Skill aktiviert. Na ja. Ich glaube, hier war ich schon mal. Kommt mir so bekannt vor. Ja, hier ist da so ein Pool. Bist du denn?
Ja, schon hat hier in der Nähe voll die Supermutanten so sind, ne? Dorf. Ja, Erfahrungspunkte, ja. Ich meine, hier waren wir aber auch schon. Lass mal da reingehen. Wenn da hier, da wo der Pool ist, dann müsste irgendwo ein Weg sein, wo wir reingehen können. Müsste mal von da oben da hoch runter springen können. Guck da tatsächlich schon wieder was. Das ist alles aus dem Spielstand, bevor ich hier das Spiel noch mal neu gestartet habe. Hallo, wo kommst du denn schon wieder her? Ah, mir gefällt die Waffe. Ich muss sagen, im dritten Teil war sie besser, da hat sie Gegner mal weggeschleudert. Immer noch ein Effekt. Ja, jedes Mal, wenn ich einen Gegner mitgetroffen habe, ist der weggeflogen. War das geilste. So, ja, das ist ein Ort, wo wir schon mal waren. Da oben müssen wir dann runterspringen können, mitten in den Pool rein. Wir gehen ab. Kann ich diesen Eins geholen vom Einserer herumreisender Einsamacher Ödländer. Und tu mal mehr Schaden anrichten, wenn ich allein unterwegs bin. Also auf was. Langsam werde ich immer stärker, boah. Hey, komm, vielleicht ist da oben noch eine Zeitschrift oder so, um diesen Durchlauf nicht eingesammelt habe. Und Wackelpuppen, der Wackelpuppen habe ich glaube ich alle wie im ersten Teil. Ersten Teil, beim ersten Durchlauf. Hi. Sind Meister schwächer als Dingens. Ich will mir nicht vorstellen. Oh, mehr ist er leider nicht. Hm. Jetzt hier runterspringen. Ja, wir springen jetzt da unten in den Pool rein. Hier müsste der Pool irgendwo sein. Der ist da, der Pool. Lass mal gucken, ist da der Pool. Der Pool ist da. Wupp. Da ist der Pool, da springen wir jetzt rein. Oh, das ist nicht der Pool. Das sah von oben aus wie ein Pool. Sehr geil. Okay, das war jetzt nicht so geplant. Aber das ist doch die Sprungschanze gewesen. So muss doch da der Pool irgendwo sein. Mann. So, noch mal, ist hier noch eine Sprungschanze irgendwo? Nö, wo ist denn der Pool hier? Bin ich blind oder was? Ist das der Pool? Eine Möglichkeit herauszufinden. Da ist der Pool. Was? Boah. Aber komm schon, beim letzten Mal hat das geklappt. Bin da irgendwo gegengekommen noch bei Landung, glaube ich. Beim ersten Mal hat er auch geklappt, ey. Boah. Das ist aber irgendwie so, das könnte man von hier aus dran springen. Haha. Da kriegt man für sowas keine Trophäe. Okay, jetzt hier runter, die anderen beiden Orte neu erkunden. So ein Schnelldurchlauf, obwohl die sahen ein bisschen so aus wie Gebäude oder Fabriken oder irgendwie sowas. Noch da wird es ein bisschen länger dauern. Was war das? Ich irgendwo hier runter.
Wo sind denn die beiden Orte überhaupt? Da. Nein. Da ist noch ein Turm irgendwo. Hier ist der Teil. Irgendwo hier unten. Ich muss nach unten. Lass mich nach unten. Komm mit mir nach unten. Aber warum leckt das Spiel auf einmal so? Ich ja nicht auch schon drin. Harry? Ja, du direkt mal Leichen plündern. Oh, jetzt kann ich nicht sein Gewehr benutzen. Oh. Halt mal still. So. Komm hier runter. Wenn ich hier auf die Laterne runter. Ne, da ist keine Laterne. Was ist denn dieser Turm hier noch? Nee. Ich spring jetzt hier so. Au. Au. Postal Square. Wo kann sein, dass das hier neu ist? Ich weiß es nicht. Hi. Da ist wieder der Hop, ne? Joe's Spookies. Okay. Ja, hier sind auch so viele Orte, die ich nicht erkundet habe. Da ist ein Schiff. Aber nicht als die Constitution. War ich hier nicht auch schon? Bist du ein? Oh. Jetzt du. Oh. Jetzt du. Oh. Nee, ich glaube, hier war ich noch nicht. Ich bin an ihm dran. Bist du das? Ja, Dinge schon effektiv gegen Menschen. Ja, gegen Köpfe Ziel ist schon geil. Hi. Komm, mich nicht abschießen bei unten seinen Schussdingen. Blockiert. Hey. Nein, ich biete immer höher. Okay. Das ist Mr. Spookies Restaurant oder was? Nein, da war ich noch nicht. Das ist viel zu klein. Vielleicht ist er jemand. Nein, okay. Boah. Okay. Irgendwas? Nein, okay. Irgendwas? Nein, okay. Warte mal. Klo habe ich noch nicht nachgeschaut. Aus hier. Jetzt stell mal vor, du bist ja voll erfahrene Ödländer, so im echten Leben. Denkst dir so, ich habe ein Klo und ich erkunde, dann gehst du im Klo, buff, tot. Geil. Wäre voll der Downer irgendwie. Erst so 3-4 Leute mit einem Schuss kalt gemacht, dann kommt so eine blöde Granate im Klo und du bist tot. Geiles Leben, ne? So muss man abgehen. Alles klar. Gut. Weiter. Einen Ort schaffen wir noch. Leider nicht mal einen Ort, den wir erkunden wollten. War einfach nur so ein Nebendingen. Mach hin. Ich wollte noch ein bisschen mehr schaffen. Aber wenn der Ladebildschirm wieder eine Stunde dauert. Na, wo ist denn das? Ich krieg ja noch ein Level ab. Ja, nicht mal an, ich war hier drin auch noch nicht. Okay, ich dachte mal.
Ich habe jetzt einfach nur gesagt, dieses Gebiet, das hier gemeint ist, oder? Ist gar kein Ort hier zum Erkunden. Dann gehen wir mal da rein, da waren wir noch nicht. Hi. Uff. Die Waffe ist awesome. So, dann haben wir noch einen Ort. Shamrock. Jetzt gehörst du mir, Bürschchen. Nenn mich nicht Bürschchen, Bürschchen. Uff. Muss ich mir vorstellen, er ist noch nicht mal aufgeladen. Was war das? Oh. Meins auch nicht. Weil wird dein letztes sein. Leben. So nie gehört. Was hat der Tap House? Was ist ein Tap House? Shank House, Shamrock. Wir wollen nichts mehr mit den einen Orten. Wir tun ja über andere Mini-Orte hier stolpern, die vielleicht was Geiles in sich haben. Einer. Hat sie verloren. Feuerschutz. Ich hab was gehört. Oh Mann, komm zurück. Ich hatte gerade voll den Spaß. Okay, den Spaß will ich natürlich nicht ruinieren. Oh geil. One-Shot-Kills. Hier war ich schon mal. Da saß irgend so ein Typ beim ersten Mal. Wow, das ist immer blöd, wenn man solche Orte hier nicht auf der Karte verzeichnet hat. Weiß man nicht, ob man da schon war und nicht. Ja, sag ich doch. Und warum ist er dann schon wieder verschlossen? Nein, es ist ja alles durcheinander. Flamingo, der Pipi macht. Oh, wo seid ihr alle? Ey? Mein Ding ist gleich schon abgelaufen. Es war schon abgelaufen, ne? Nö. Was denn du? Ich kam noch von hier. Wo zum Teufel warst du? Hi. Auf. Ah, kein Level ab. Oder ihr wieder alles nachgefüllt habt. Wo seid ihr? So. Muss ich einfach in die Wand reinglitschen, ey. Ich krieg die Riese. Da ist noch jemand. Wir da irgendwie Schaden machen vorhin. Oder mein eher noch. Ach, hier war Saufkumpane, genau. Oh, schade. Level ab noch. Okay. Oh, 29 Minuten, das war's dann. Das ist die letzte Person. Oh. Ah. Wo bist denn du noch, ey? Boah, ich krieg nicht mal ein Level ab. Boah. Ist noch mal. Ah. Ich krieg doch nie mein Level ab. Wenn ich ja schon war, dann habe ich wahrscheinlich schon alles gut nicht erkundet. Gut. Würde ich sagen, ich beende Part aber hier. Und dann in der nächsten Folge werden wir uns weiter im Ödland umschauen, ein Level up abholen, dann hoffentlich den einen Level up Skill holen. Genauer gesagt, wo ist er? Den hier. Kriegen wir da mehr Schaden schon? Wenn ohne Begleitung verursachst du 25% mehr Schaden, das ist verdammt viel. Gut, dann würde ich sagen, ich bin der Part hier. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen, um den Kanal weiter zu helfen. Und dann sage ich Tschüss, bis zur nächsten Folge.